Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie heißt denn das nochmal? Richtig, Witch Hunt. Mit dabei. Die Witch, die keine Witch ist, sondern eine Bitch und hier irgendwie ein Werwolf ist. Keine Ahnung. Oder ein Bigfoot, man weiß es noch nicht. Ja, vielleicht ist sie auch ein Ziege oder ein Vampir, der vom Himmel fällt. Man weiß es nicht. Oder einfach nur eine fette Fledermaus, kann auch sein. Muss ja kein Vampir sein. Ja, und übrigens, Fun Fact, nicht alle Fledermäuse trinken Blut, sondern nur Vampir-Fledermäuse trinken Blut. Normale Fledermäuse ernähren sich nämlich von Insekten. Und werden in ihren Höhlen dann meistens von irgendwelchen Spinnen oder Schlangen oder Käfern gefressen. Boah, die Fledermaus-Szene muss echt unangenehm sein. Weiß nicht, die ganze Zeit nur im Dunkeln und dann gibt es halt wirklich diese fetten Höhlenspinnen. Ja, also jetzt nicht in Deutschland oder Europa, sondern halt eher so in Südamerika und sowas, diese richtig fetten Dinger da, die extra da hochkrabbeln an der Decke und sich die Fledermäuse snacken, wenn die da petten. Ne, muss nicht sein. Hier lernt man auch noch was. Ah, Hände hoch, wer von euch wusste, also nicht Hände hoch, sondern wer von euch wusste hier, das, was ich gerade gesagt habe, garantiert niemand. Doch, garantiert leider. Bitte zu uns Fabian, nachdem ich es ihm erzählt habe. Oh, was ist hier? Vier Dietriche, habe ich einfach übersehen. Alles klar. Ich nehme übrigens noch ein. Hier ist auch was, oder? Hier ist nichts im Kamin? Bin enttäuscht. Oh, ja, wir können da hinten jetzt das Schloss knacken. Das Schloss können wir knacken. Was da hinten ist, haben wir auch noch gar nicht untersucht. Perfekt. First try. Wenn hier jetzt die Puppe sitzen würde, ich würde die sofort erschießen. Ich habe vor kurzem Chucky die Mörderpuppe geguckt. Alter, der Film ist ja so ein Schrott. Also ich weiß gar nicht, wie die Leute davor Angst haben konnten. War das jetzt umsonst? Weil wir haben ja hier mal irgendwie was weggesnackt. Und mehr gibt es jetzt nicht. Hier ist eine tote Ratte. Toll. Wieso plätschert das hier so? Fängt auf die an zu berlinern. Was plätschert denn hier so? Boah, warum? Oder warum plätschert das hier so? Oder wie das? Folgen wir mal dem Plätschern. Ja, wie plätschert es hier? Ja, spannend. Statt da Witch zu, hinterher zu jagen, jage ich Wasser hinterher mit einer Wünschelrute. Alter, was ist denn mit dir? Geh mal weg jetzt! Oder komm mit, ist mir auch egal. Dann komm. Bei Fuß. Komm her. Komm her. Okay. Keine Karotten für dich. Du brauchst gar nicht so gucken. Ah, nein. Oh. Okay, hier ist hohes Gras. Ich mag kein hohes Gras. Hier ist Raptorengebiet. Knochenjoghurt war hier. Silberkugeln, was haben wir hier? Sieht mir aus wie der Unterkiefer. Jetzt ein, was sind das? Ein Oberkiefer oder Unterkiefer? Oberkiefer von einem Fleischfresser, aber mit Eckzähnen, Schneidezähne vorne und aber Pflanzenfresserzähne hinten. Das ist ein Schwein wahrscheinlich gewesen. War sehr komisch. Also das hier war ein Pferd. Oder ein Elefant. Gönnen wir uns. Weil irgendwie brauchen wir es ja sonst auch nie. Da ist der Nebel. Und der zieht wirklich hier rein, oder? Gucken wir mal. Jo, der zieht hier ins Landesinnere. Gucken wir mal, was im Nebel ist. Mit unserem Degen. Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, müsste hier mehr hohes Gras sein, oder? Er hatte irgendwie mal ein Foto gesehen, wo hier übelst hohes Gras war. Vielleicht muss ich da noch irgendwie Einstellungen hochstellen? Weiß nicht, ich habe einfach die Einstellung genommen, die mir das Spiel gegeben hat. Alter, ist ja richtige. Richtige Seelensuppe ist das hier. Hallo? Gefangen im Nebel. Das ist so eine offene Fläche hier.
Ja, ich sag gerade nur nix. Nicht wundern. Ich will hier auch mal ein bisschen Atmosphäre erhalten. Ich quatsche hier so viel rüber gerade die ganze Zeit. Ich bin jetzt mal ruhig. So, sind wir aus dem Nebel raus, das werden ja wieder weiterreden, ne? Nicht, dass sich hier jemand beschwert von wegen, oh, mit deinem Gerede machst du die Atmosphäre kaputt. Alter, Alter. Oh! 360 No-Scope? Ich bin es einfach, Leute, ich bin es! Ah, lad nach, lad nach, lad nach! Oder wechsel wenigstens schnell auf die Waffe! Schlitz, Junge! Oh, scheiße, der hat er mir damit gegeben. Noch einer? Bin noch einer? Nee? Doch. Was bist du denn für einer? Zieh dir mal was an, Junge. So, ich hab jetzt. Ist aber nicht nachgeladen, ne? Nee, ist nicht nachgeladen worden. Hier sind wieder Spinnen. Oh. Ja, 0 Pixel breit, genau. Habe ich ja gelernt von Fabian. Dass es 0 Pixel dann sind statt einer. Hier ist eine Spinne 100 Pro. Muss ich gerade aufstoßen? Das Komische ist, ich habe heute nichts gegessen. Wir haben es jetzt 7:30 abends. Samstag. Den 6. Juni. Was habt ihr ja so gemacht am Samstagabend? Ja, 6. Juni. Ich habe Hexen gejagt und ihr so. Was sind wir überhaupt? Ich brauche unbedingt den Kompass. Damit ich auf der Karte mich irgendwie orientieren kann. Wir sind irgendwie hinter der Cabin jetzt. Cabin ist dort. Dann sind wir nach rechts gegangen, also nach Osten. Und jetzt sind wir, glaube ich, Süden. Also südlicher davon. So ein. Jetzt da so den Berghang vielleicht sind. Eventuell. Sind wir an einem Berghang? Ja, guck mal, da ist ein Berg. Auch vielleicht ein Hang. Ein Hang zum Melodramatik. Schlitz. Sagen wir mal, schon mal da sind, ne? Gucken wir mal, was da gibt. Was da gibt. Was da los. Ich sag's übrigens absichtlich so, ne? Was? Was? Sag dir sonst immer. Oder was? Was denn da los? Ey. Man die hoch wahrscheinlich nicht, ne? Kommt schon die Regenrinne hoch! Ach, schade. Ich liebe ja auch damit vielleicht nochmal. Also, ich sag immer nochmal, ne? Ich habe das noch nicht gemacht, aber vielleicht noch irgendwann einmal Outlast zu Let's Playen. Das soll ganz geil sein. Bei mir auch schon Ewigkeiten her. Das ist dann auch nicht ganz blind. Das kenne ich schon. Aber bei Release irgendwie mitgekriegt, auch nur am Rande. Also ich kenne es nicht komplett, aber. Ja, vielleicht hier nach. Ich bin mir nicht sicher. Witcher steht ja auch noch an, aber hat irgendwie jeder als Play. Ist irgendwie nichts Besonderes, obwohl ich ja so ein Witcher bin. Ich habe sogar so ein Amulett um. Was ist denn da? Und bin Schwertkampfmeister. Naja, Meister nicht, aber ich kämpfe mit dem Schwert. Haha. Schwertkämpfer. Das ist übrigens eine der Kampfsportarten, die so gut wie keiner macht. Judo hat irgendwie jeder gemacht, irgendwie der Kampfsport macht. Ja, wo sind wir hier? Alter, ist das ein Mensch mit einem Bärenpelz oder ein Bär, der einen Mensch im Mund hat? Oh, Blut. Das ist nie ein gutes Zeichen. Hallo, kann man hier rein? Hallo? Boah, Alter, okay. Hab ich gerade echt erschreckt mit der Eule im Hintergrund. So. Vielleicht sind es auch Indianer, die uns irgendwie hier Zeichen geben. Da sind Eingänge, das Set hat einfach keinen. Ist hier irgendwas Tolles? Nee. Kiste.
Klar. Zelte, aber eine Kiste mit einem soliden Schloss vor. Alter, als First Try. Lecker, lecker, lecker. Alter, 83 hat das eingegeben. Es gibt so einen Goldklumpen, ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt so viel Gold gebracht hat. Habe ich gerade nicht drauf geachtet, aber ich schätze mal. Hase, Fisch, Fisch, Fisch. Fasan. Lecker. Boah, auf Fasan hätte ich jetzt irgendwie richtig Bock. Fleischfresser for life, ey. Haben wir es auf der Karte markiert bekommen? Nö. Wow. Wenn hier nicht irgendwie so ein Safe Stone auf Boden kommt, was ist denn da im Wasser? Warte kurz, ich mal gucken, okay, hier ist nichts. Was ist das? Eine Leiche. Okay, ich schieße da mal drauf. Mal gucken, was passiert. Ich kann schwimmen. Okay, muss ich schnell machen. Moment. Nachladen. Aber ich komme darüber, ich kann schwimmen. Oh, wir haben gerade so viele Schätze gemacht. Soll ich hier nochmal. Ah, ich kann nicht speichern. Komm, no risk, no fun. Und zurück. Und zurück. Okay, der bringt mir irgendwie überhaupt nichts, hat damit interagiert. Boah, ich habe 20 Leben dadurch verloren. Aber ich habe jetzt auch noch falsch gemacht. Wenn ihr es wisst, ne, gerne in die Kommentare schreiben. Wir beantworten Kommentare immer, sogar auf Russisch. Einmal hat Fabian nämlich in Star-Konflikt einen russischen Kommentar gehabt und dann mit einem Google-Übersetzer übersetzen müssen. Ja, und halt auch mit dem Google-Übersetzer zurückgeantwortet. Komm, Fasan schießen. Soll ich vielleicht die Helligkeit ein bisschen runterstellen? Ist es vielleicht zu hell? Ich bin mir da echt unsicher. Wie lange geht die Folge eigentlich schon, ne? Wahrscheinlich wie 28 Minuten? Ne, 12 diesmal. Oh, geht sogar echt noch. 12 Minuten. Ich hab schon gedacht, ich hab die Folge wieder nichts geschissen gekriegt. Wollen wir einfach mal so ein Kruzifix irgendwo hinstellen? Okay, das war gerade eine Chaosbrot, oder? Ne, was ist das denn? Hab hier so ein rotes Männchen, oder? Oder ist das ein Lagerfeuer? Hier hoch? Nö. Weiß auch nicht, was mich das gebracht hat. Was mich das. Was? Mann! Was mir das gebracht hätte. Den mache ich kalt, Leute. Den mache ich kalt. Komm. Er kommt. Okay, ist eigentlich ganz easy, man muss es nur treffen. Ein übelster Knochenhaufen jetzt. Der füllt Mana auch komplett wieder auf. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Zur Stadt können wir ja eh nicht reisen momentan. Wie viel Kohle haben wir? 398. Wir müssten eigentlich. Also jetzt rein ökologisch gesehen. Ja, ökologisch, ökonomisch. Nee, Mann. Müssen wir jetzt zurückgehen, um. Ich glaube, das machen wir auch, aber wir haben nicht 100 Leben. Was ist das hier? Was ist das denn? Guck mal. Was bist du denn? Ah! Oh! Ich hab mich nicht erschreckt, nee. Garantiert nicht. Alter, meine Pumpe! Das rechnet man auch nicht. Hat jeder mitgerechnet? Gut, okay, ist ein Horrorspiel. Sollte man vielleicht auch mitrechnen, aber hab ich nicht. Tut mir ja leid, hab ich nicht. Das tut mir ja leid. Da hinten ist ein Kreuz. Als. Oh. Als Christ fühlt man sich da natürlich wortheimisch. Ich kümmere jetzt die Heilpflanzen hier übrigens. Jetzt kriege ich hier Paras, Alter. Okay, wir haben jetzt also noch einen neuen Gegner. Hier können wir auch noch. So, dann gehen wir jetzt zum Kreuz, haben 100 HP, 100 Mana, gehen in die Stadt, kaufen uns diese Lizenz. Kaufen uns diese Lizenz. Machen dann richtig Money mit den Leuten hier. Und dann können wir uns immer weiter hochrüsten.
Geh nach Hause, Mann. Jo, hier gibt's auf alle Fälle genug. Ja, Leute, ich sag euch. Da arbeitet er ein bisschen wenig, aber hey. Hier ist aber übelst viel. Da unten ist auch einer. Wahrscheinlich rechts unten im Bild dann, oder? Ich schmudder gerade rechts runter ins Bild. Ah, nein! Oh, jetzt muss ich hier wieder einen Heilpunkt nehmen. So. So, jetzt gehen wir zurück zur Stadt. 1 Meter sind 3,3 Fuß. Hey! Geiler Tipp! Das ist einfach nur so random gewesen. Ich guck gerade wieder aufs Handy. Weil der kleine Verräter Fabian gesagt hat, der zockt heute nicht mehr. Der Hund! Wir können uns noch den Hund gönnen! Ich sag zu oft gönnen. Ich weiß nicht warum, das sag ich auch erst seit ein paar Tagen oder so. Aber halt angewohnt erst. Mal reingucken. Gesperrt! Das heißt, man kommt da wirklich nochmal rein oder? Heißt gesperrt einfach, geht nicht. Hier schmiert es irgendwie so ein bisschen. Hier ist wieder alles super, aber hier schmiert es dann immer. So, 300 hat das gekostet. Hier, Kopfgeldjäger-Lizenz. Reinhauen. So, Munitionstasche, Panzerung aus Metall. Erhöht deinen maximalen Gesundheitszustand auf. Oh. Kompass. Das war, glaube ich, das nächste, was ich haben wollte. Krutifix. Alter, wie viel gibt's denn da? Ah, okay. 30 Sekunden, nachdem du es platziert hast, um zu funktionieren. Du kannst einen kostenlosen Krutifix jedes Mal, wenn du 10 Kreaturen tötest. Okay. Das sind doch mal. Zweite Chance, zur Natur, Kraft der Natur. Zur Natur, Kraft der Natur. Eisenbeine, verbesserte Regeneration. Das ist, glaube ich, auch ganz geil. Aber ich hole mir, glaube ich, erstmal den Kompass. Kompass? Da. Nee. Ja, wo ist denn der Kompass jetzt hin? Weil hieß ja gar nicht Kompass hier. Doch, Kompass heißt da einfach. 20 haben wir jetzt auch noch. Eisenbeine, komm. Ist noch was anderes für 20? Nee, kommen uns die Eisenbeine rein. Neue Fähigkeit erlernt, Eisenbeine. Eisenhintern. Wer kennt's von SpongeBob? Wer kennt's dann? Können wir uns bei dem Dietrich hier kaufen? Nee, können wir nicht. Oh. Okay, dann müssen wir. Oh. Was war da hinten doch, oder? Nee. Wo war der Hund? Wo war der Hund? Wo war der Hund? Der war am Anfang, glaube ich, gleich rechts, oder? Man kann man jetzt schon mit ihm reden und Kohle für Nachhinein einkassieren, oder? Nee, okay, also ab jetzt. Alles, was wir ab jetzt töten, bringt uns auch noch Gold ein. Das ist per se keine Waffe ziehen, okay, das ist per se immer gut. Du kannst die Renn- und Vorwärtstaste gedrückt halten, um zu sprinten, oder die Renntaste kurz drücken, während du Vorwärtstaste drückst, gedrückt hältst, um das Sprinten umzuschalten. Hä? Sprachen lernen, Bubble. So, wir gehen auf F, gehen wir darauf. Ja, was mit dir auf sich hat, ne, das weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich war das mein Pferd. Wurde ausgeraubt und dann gegessen. Wie sie der Räuber so macht, wenn er ein Pferd ausraubt. Das ging auch hier lang, ne? Wenn vielleicht so lange nichts passiert in diesen. In den Folgen halt. Schneide es vielleicht auch einfach raus. Also, jetzt die ersten 4 Folgen gucke ich nochmal. Was ist denn da hinten? Alter, also, da schon wieder steht was. Aber da war dann, glaube ich, auch der Hund. Weil ich hatte mich letztes Mal auch da, so ein paar Jahre. Nachdem. Ja, da ist der Hund. Na, no, mein Kleiner. Du bist ein Braver. Hoffentlich bist du ein Braver. Wenn ich gebe auf die Schnauze. Okay, okay. Was haben wir hier? Da ist auch ein Hund. Ja, der sieht gleich tot aus. Aber hier ist auch noch Jimoni. Hier ist auch noch ein Skelett. Ich habe gerade den Typ gefressen. Aha, das. Scheiße, ich hab schon wieder nicht drauf geachtet. Scheiße. Das war's? Okay. Ah, jetzt können wir mal gucken. Map. Hier unten sind wir jetzt. Also, ich hätte gerne. Freies Hündchen habe ich gerade bekommen unten.
Also wir sind da unten gerade in Indien. Das sieht halt wirklich so aus wie Indien. Okay, guck mal da. Ach, wenn wir weiter nach rechts gehen, da ist auch nochmal so eine. Weiß auch nicht. Geht zur Cabin. Dann haben wir mal die rechte Seite ablaufen. Gerne übrigens Feedback, ne? Nochmal zu der Sache mit dem Schneiden oder nicht Schneiden. Die ersten vier Folgen lasse ich ja jetzt einfach erstmal so. Und guck mal, ob da überhaupt Feedback kommt. Es kommt eigentlich immer Feedback, ob jetzt über Kommentare oder anders wie. Ja, genau, ob ich halt schneiden soll oder nicht. Weil halt ungeschnitten für mich momentan echt besser ist. Okay, zwei. Jo, bleib einfach stehen und kipp dann um. Das ist, weil ich einen Kopftreffer mache, glaube ich, dass sie so schnell umkippen. Vorne ist ein Köter. Komm, dafür gehen wir jetzt sogar in die Hocke. Dann komm. In die Magengrube. Oh oh, jetzt geht's aber. Hopp, 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 hopp. Hundi, Hundi, Hundi. Scheiße. Ich. Ah, na, falsche Waffe. Nein. In den Arsch. Ja. Arschnass, Grimpatur, Arschnass, Hackertur. So habe ich das nicht gemeint, Leute. Die waren beide echt schnell. Freunde, in den Fleischräuber da. In den Fleischräuber. Scharfschütze bekommen? Achso, weil ich anderen Kopftreffer mache. Ja, gut, dass ich halt nicht schieße, kriegt das Spiel wohl nicht mit. Ah, ist sogar nachgeladen worden. Sehr interessant. Guck mal, können wir sogar nochmal hier bei Folgenende jetzt nochmal hier reingucken. Ja, der krabbelt immer irgendwelche Bäume hoch und jetzt Berge hoch und jetzt hier runter. Da war ein Weg. Da war ein Weg. Also vielleicht sogar direkt hier bei uns ums Eck. Ich hätte das Vieh auch noch nie von nahe gesehen, ne? Guck mal nochmal rein. Da ist ein Weg, definitiv. Ah, das führt rechts jetzt zum Wasser, ne? Da ist der. Das beim Wasser. Wie lange geht die Folge schon? 23 Minuten. Komm, den gönnen wir uns. Der ist. Nee, der ist bei der Cabin. Scheiße. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Map. Der ist wahrscheinlich so. Wir müssen da lang. Wir speichern jetzt nochmal. Weil wenn man jetzt den Hund befreit. Ich hab noch genug Mana. Ah, da hinten läuft auch nochmal Mana rum zur Not, falls wir nicht genug haben. Ah, habt ihr gesehen. Hat gereicht. Ich glaube, wir frischen unser Mana trotzdem nochmal auf. Okay, also man kann ihn wirklich one-shotten. Jetzt noch irgendwie, man braucht mehr Schüsse, weil der tanky ist, aber ich habe scheinbar einfach nur nicht getroffen. Lecker, lecker Mana nochmal. Danke, du bist ja auch Geld jetzt inzwischen wert. Nee, Alter. Laber doch jemand anderen Kotlet an die Backe. Ich bin hier gerade auf einer Großwildjagd, okay? Warte, wir gehen wieder auf den Degen. Säbel, sorry, nicht Degen. Bajonett wäre auch ganz schön an der Flinte, weil könnten wir auch damit einfach zustechen. Der wird irgendwie echt schwindelig, wenn er so rumwackelt die ganze Zeit. Da war wieder normal. Jo, ich hab's nicht gewusst.
Wo bist du scheußliche Kreatur? Gucken wir mal. An einem Weg, okay. Läuft auf und ab an irgendeinem Weg. Moment mal, war ich da am Ende des Weges? Nee. Wisst ihr was? Wir können ja einfach mal ein Kruzifix hier platzieren. Wie war das mit Tieren? Jo. War der da oben? War der gerade hier oben hinter uns? Ah, hier ist ein Kruzifix, jetzt oben links sieht man. Ist jetzt ein Schlag parat. Warte mal, zeigst du an, wie groß die Reichweite davon ist? Nee, okay, wir müssten schon längst drin sein, theoretisch. Dann war der da drüben. Da drüben war der. Der Weg. Mal, dass wir jetzt viel mal nach Möglichkeiten näher rankommen, weil ich will ja auch was erkennen. Ich will euch ja auch was zeigen. Schöne Spritze reingehauen. Kennt ihr es, wenn ihr in euren Kräutergarten geht und da einfach mal eine Melodie spielt, weil da Pflanzen drin sind? Oh nee, Alter. Bei den kriegen wir, den kriegen wir. Oder auch nicht. Hast du ja Mana, da können wir wieder reingucken dann. Aber ganz schön Schaden, ne? Da könntest du ja in der Stadt Gott sei Dank umsonst heilen. Verdammt, der war garantiert hier unterwegs die ganze Zeit. Ja, ich hab's nicht geschissen gekriegt. Das Kruzifix eigentlich auch in sowas wie Zombies sein oder so, oder nur in das Monster? Mann, ich werde langsam heiser, Alter, weil ich mich so erschrecke. So viel Rumgebrülle bin ich gar nicht gewohnt. Okay, der Baumstamm da sah sehr gruselig aus. Stimmt, ich wollte ja auch noch auf dem Hügel da was gucken, ne? Haben wir ja gar nicht gemacht. Bei den Spinnen. Da bin ich erstmal mal zu den Spinnen runtergegangen. Das können wir jetzt nochmal erledigen in der Folge. Dann würde ich sagen, jetzt mal durchatmen. Und dann würde ich sagen, wenn ich sogar mal die Aufnahmesession. Guck mal, wie es so ankommt. Ach so, übrigens, weil geplant war. Ja, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einmal den Teleporter hier. Nachgeladen ist. HP sieht nicht so gut aus, aber wir teleportieren uns erstmal. Ist hier noch irgendwie. Kann ich hier noch was? Hier den? Nee. Schöner Besen. Ich erzähle gleich nochmal weiter. Jo, teleportiere ich mich instant in den Reichweite des Monsters? Was ist hier? Ein Riesentipi? Scheiße, jetzt ist das wieder weg, das Vieh. Man hält auf der anderen Seite des Ufers. Kacke! Da lang. Okay. Sehe ich jetzt schon 500. Meter, das ist ja nicht allzu weit. Ja, hört sich gut an, hört sich gut an. Hört sich grandios an. Ja. Habe ich nachgeladen? Ja, sieht so aus. Hier waren wir doch gerade eben. Wald. Im flachen Wald. Flacher Wald da hinten. Flacher Wald hier. Verdammt. Spannend auf dem Ende.
Ende. Zum Ende. Ende. Wo ist der? Ich gehe davon aus, dass es ein Werwolf ist, deswegen, wo ist der? Und den dadurch anlocken, da ist schon wieder so ein rotes Licht, Alter. Noch kurz reingucken. Das ist da rechts. An dem Weg! An dem Weg! Ich weiß, wo er ist. Nein, hör auf! Brech ab! Abbruch! Nee, Mann. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Map. Da bin ich. Genau, geradeaus. Da lang. Hier war doch gleich dieser Weg, ne? Ja, hier ist der Weg. Hier. Nee. Scheiße. Weiß auch nicht. Nee, noch ein bisschen weiter. Der schreckt mich gleich richtig hart. So extra dann ruhig zu bleiben. Hier war's. Verbraucht. Links ist ein Hügel. Wer dahinter oder dahinter? Ich greife aus hier hinter. Komm schon. Kleiner Scheiße. Hier war der doch gerade, oder? Hier mit dem Stein. Ich will mir den auch jetzt mal genauer angucken. Wollte diesmal warten, bis er an der rankommt. Vielleicht kann er nicht so Zeit steppen. Also, der springt die ganze Zeit. Der leichte Hügel. Ist der komische Stein? Ist er nicht hier lang gerannt gerade? So Fußspuren auf dem Boden wäre halt echt nochmal praktisch. Ich bin ihm ja jetzt auf den Fersen. Kann halt auch die Folge gerade nicht unterbrechen, ne? Aber sollte ja hoffentlich spannend sein für euch. Wie viel Mana haben wir denn noch? Soll ich mal reingucken? Ja, geht doch rein. Sehr hügelig, ja. Sehr hügelig. Wahrscheinlich direkt hier vorbei gerade gerannt. Man, euch kann ich jetzt nicht gebrauchen. Jäger bekommen gerade. Scheiße, ich finde den nicht mehr. Drecksack. Aber ich habe jetzt nochmal Mana bekommen. Ich kann nochmal reingucken. Da! Ich will den mir jetzt nochmal genauer angucken. Okay, Herr Stakus will gehen. Impulsiver dann. Intensiver, nicht impulsiver. Komm her!
Okay, das geht nicht. Komm, warte nochmal schnell hinterher. Hat nicht getroffen, schade. Bitte, kann ich hier rüber? Jo. F. So. Komm mal, Junge. Ja, jetzt ist das Problem, ne? Arschloch. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich an der Stelle einfach mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Das nehmen wir nochmal mit. Lecker. Auf das Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen, ne? Na dann. Haben wir noch was erreicht am Ende? Hoffe, hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Wenn es wieder heißt, verprügeln den Werwolf. Das war der definitiv jetzt ein Werwolf, glaube ich. Gut, also dann. Haut rein, bis denn. Ciao!